Ich versichere euch, es ist kein Spiel. So sei es! Bringt mir die Geisel! Okay. Eiskalte Mörder, diese euer Templer. Euer Dorf liegt in Ruinen und eure Vorräte sind begrenzt. Wie lange, bis eure Festung von ihnen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut, dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern. Zeigt diesem Tumpenrecken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Herauf zum Herrn! Okay, Todessprung. Drücken, erhalten Sie die Taste. Leer und bewegen Sie sich. Okay. Tauben zeigen Ihnen, wo Sie abspringen müssen. Olle! Mein Bein! Still! Oder die Templer werden uns hören. Oh, ich will gar nicht wissen, was ihr da macht. Das hört sich ja... Ich bleibe zurück. Ich kümmere mich um ihn. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde regnen. Ah, hier drüber. Bisschen Balance spiele. Kann ich da runterfallen? Das heißt zwar, dass ich, wenn ich langsam laufe, einfacher drüber komme, aber im Moment habe ich noch keine großen Probleme. Oh ja, es ist tief auf jeden Fall. Ey, der will gar nicht drüber laufen. Na, ja, geht auch. Da hoch? Klettern, ja, klettern. Okay, ich bin gespannt, was ich da machen darf. Ja, okay. Ja. Also so klettern würde ich auch gern können. Mensch, ist der gut. Respekt. Der hatte bestimmt keine Probleme bei Sport. Okay, ich hoffe nicht. Ah, okay. Ihr habt es geschafft, Robert von hier zu vertreiben. Oh ja. Yeah. Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Feiert mich. Sagt mir, wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz, eurer Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden. Direkt oder indirekt.
Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Der andere Typ hat ihn hergebracht. Es schmerzt mich, wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, Altair. Ja, so viel dazu. Das Spiel jetzt schon zu Ende. Er hat eine weit höhere Anpassungsrate als jeder andere Tester. Ich hole ihn da raus. Er war viel zu lange da drin. Nein, noch nicht. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Das ist zu gefährlich. Was sind schon 1-2 Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe. Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Gut. Und ich? Ich schiele ich? Was mache ich jetzt? Okay. Ist das mein Zimmer? Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Ein was hat mich gerade jetzt bei diesem Dialog, gut, vieles hat mich stutzig gemacht, aber sie dürfen ihn nicht töten, bevor wir unsere Arbeit erledigt haben. Heißt, er darf mich töten, wenn sie erledigt ist? Das gefällt mir nicht. Und anscheinend bin ich hier ein Gefangener. Wo sind sie hin? Ah, okay. Wir sind fertig für heute, Mr. Miles. Ich schlage vor, Sie gehen in Ihr Zimmer und ruhen sich aus. Toll. Verdammt, abgeschlossen. Ja, ich bin ein Gefangener. Naja. Dann legen wir uns einfach mal hin. Was war das? Der nächste Morgen. Mann, ganz schön unheimlich, Doc, wenn Sie so beim Aufwachen über mir stehen. Haben Sie mich beobachtet? Wir beobachten Sie ständig. Stehen Sie auf, es gibt viel zu tun. Ich frag mich, wen ich heute töten werde. Seien Sie nicht so anmaßend. Ihre Vorfahren hatten fast die richtige Idee, Mr. Miles. Wenn der Tod weniger, erst recht böser Menschen, die Leben Tausender retten kann, nun, dann ist es ein kleines Opfer. Was meinen Sie mit fast? Sie gingen nicht weit genug. Um einen etwas abgegriffenen Vergleich zu verwenden, Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Schneidet man die Tumore raus, aber übersieht den Ursprung. Nun ja, bestenfalls gewinnt man etwas Zeit. Es gibt keine wirkliche Chance ohne einen umfassenden systematischen Eingriff. Chemo für die Massen. Erziehung. Umerziehung, um genau zu sein. Aber es ist nicht einfach. Und es klappt nicht immer. Lassen Sie mich raten. Sie haben eine bessere Lösung. Wie heißt sie? Dann würde ich es ja verraten. Der wird mir immer unsympathischer, ganz ehrlich. Sehr verdächtig, dieser Mann. Auf jeden Fall. Aber gut, wir müssen erstmal mitspielen, befürchte ich. Ich hoffe, wir können uns irgendwie befreien. Kann ich da aus dem Fenster rausschauen? Boah, ist das hell. Kann man ja nichts erkennen. Das scheinen Überwachungskameras zu sein. Und nicht zu wenige.
Tja. Machen Sie es nicht kompliziert. Setzen Sie sich auf den Animus, damit wir anfangen können. Naja. Dann geht's wohl weiter in der Vergangenheit. Jetzt gehen wir wohl in Gedächtnisabschnitt 2. Hey, kann ich den nochmal spielen? Salomons Zeit, Tempel. Das Programm zu starten. Dann starten wir doch mal. Sitzung, Fortsetzung. Was ist das? Was bedeuten diese Teile? Egal. Lassen Sie sich Zeit. Durch langsame Bewegungen erregen Sie weniger ungewollte Aufmerksamkeit. Ich lebe. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten, der Ungeborenen, auf dass ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber okay. Warum? Erinnert ihr euch, Altair, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden in allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen. Und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Oh. Okay. Ich wurde degradiert. Schwert verloren. Versteckte Klinge verloren. Ich hatte ein Kurzschwert. Ich kann keine Konterkills mehr machen. Ich kann nicht mehr rempeln. Ich kann einiges nicht mehr. Und oben links sieht man im Eck 4 Balken nur noch. Meine Energie ist jetzt auch auf ein Minimum geschrumpft. Kann ich wenigstens noch. Genau. Ich verstehe nicht, was er damit erreicht. Hüpfen kann ich noch. Okay, ich muss hier raus. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Okay, ich kann lauschen, stehlen und Gewalt einwirken. Toll. Hui.
Ich kann auch schwimmen gehen dort unten. Auf den Marktplatz. Ah, dieses komische.